ich grüße euch total und herzlich. Es ist Weihnachten, Weihnachten 2021. Dies ist eine Videobotschaft von mir jetzt hier, ultrahd-web.tv. UltraHD ist nun mal eine Fachfirma für Analogie und Digitalaufarbeitung. Wir drehen nicht nur, wir sind ja auch wirklich für unsere Kunden da. Da wir ja wirklich tatsächlich für unsere Kunden da sind, tagtäglich, und somit haben wir auch sehr viel erfahren. Wir sind natürlich sehr traurig darüber, dass wir in einer Zeit leben, mit einer sogenannten Lüge leben müssen. Wir wissen, dass es eine Lüge ist. Wir haben unterschrieben, wir dürfen nichts sagen. Also, wenn man uns schon zwingt zu unterschreiben, muss man dennoch, weil Weihnachten ist, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit verkünden. Ich weiß, dass Weihnachten nicht so ist, wie wir es im Fernsehen sehen. Besonders nicht im amerikanischen Fernsehen. Jeder von euch, der Netflix, TV Now oder diverse andere hat, ihr seid WhatsApper, ihr seid Instagrammer, ihr seid Telegrammer und ihr seid bei TikTok. So. Mit euch meine ich alle. Keinem ist aufgefallen, dass wir wirklich tatsächlich nur noch betrogen werden. Die öffentlichen Rechtlichen sind eine GmbH. Sie sind nicht der Staat. Sie zeigen auch nicht Journalismus. Sie zeigen das, was der Staat möchte. Jeder, der in der Branche ist, und ich spreche heute in diesem Video die Branche an, ich habe mich sehr gefreut über Musiker, die das Lied rausgebracht haben, die Zeit. Es wird Zeit. Es wird Zeit nach fast 24 Monaten, denn so lange werden die das wohl sicherlich noch durchziehen. Nur Bill Gates hat ja schon zurückgerudert, ich weiß. So, Vertrauen ist nicht einfach, weil Vertrauen das höchste Gut ist, was mehr verletzt wird wie die Lüge. Die Lüge trägt das Kleid der Wahrheit und keiner will es glauben. Das kann nicht sein, ist aber so. Weil die Wahrheit ist nun mal ganz einfach. Sie ist gut, sie ist schlecht. Man sagt die Wahrheit, nichts als die Wahrheit und man glaubt der Person nicht, die die Wahrheit, nichts als die Wahrheit gesagt hat. Und darum fällt jedem die Lüge leichter. Er lügt, solange er nicht betrügt, ist diese Lüge legitim. Nur jetzt hier mit der Waffe, die Waffe, die Spritze. Die Spritze ist eine Waffe, der Inhalt ist eine Waffe und keiner weiß wirklich tatsächlich, wie es ihm danach geht. Bis jetzt ist es ja noch gut gegangen, aber geht es weiterhin gut? Das war die Frage. So. Diese Art von Politiker, die wir im Moment haben, besonders unser neuer Gesundheitsminister, der ist jetzt so oft schon aufgeflogen. Die Unwahrheit, nichts als die Unwahrheit. Er war ja schon in der höchsten Panik, wie die Schweinegrippe war. Ja? Also das, was wir jetzt haben, ist auch eine Grippe, nichts anderes. So, wir haben viel, viel schlimmere Krankheiten, wie die Diabetes, wie Krebs, ja? Und andere wirklich schlimm verlaufende Krankheiten. Aber es kann nicht sein, dass Ärzte ihren Eid vergessen. Dass sie vergessen, dass jeder Mensch das Recht auf Unversehrtheit hat. Da muss man nicht GG2 Artikel aufrufen des Grundgesetzes. Man muss auch nicht dauernd mit dem Buch durch die Gegend rennen. Es ist halt so. Wir haben Gesetze hier in diesem Deutschland, was kein ein Deutschland ist. Wir haben 16 Bundesländer und in jedem Bundesland sitzt jemand, der der Meinung ist, er müsste mächtig sein. Es gibt keinen Politiker, der für euch da ist. Ihr seid ganz normale Menschen, ihr seid nicht superreich. Ja, okay, ich habe einige, die zwischen 1 bis 3 Millionen auf dem Konto haben, aber auch sie sind völlig normal. Sie benehmen sich also nicht anormal. Andere wiederum, die viele Millionen auf dem Konto haben, sind halt auf dem Trip der Politiker. Die Politiker sind gekaufte Leute,
die wirklich nur für das Klientelreichtum arbeitet. So, die wirklich Reichen, denen interessiert keine Pandemie. Den wirklich Reichen gehen da einkaufen, wo wir nicht einkaufen. Wir sind die Normalen, wir gehen bei den Normalläden einkaufen. Da werdet ihr aber kein Multimillionär, Milliardär oder Billionär jemals sehen. Niemals. Weder bei Aldi, weder bei Rewe oder wie die Läden heißen. So. Und da wir eine Klientel haben, die wohlhabend ist, die sogar sehr wohlhabend ist, werdet ihr diesen Personenkreis nie wirklich tatsächlich erleben. So, die gerade ein bisschen haben, die so zwischen 100 und 500.000 haben, sind natürlich gewillt, dass das so bleibt. Und das sind meistens die Knausern, die also nicht eine Wahnsinnskamera kaufen, sondern bloß günstig, günstig, günstig. Wir sind in einer wirklich verklärten Zeit. Also wenn man Geld genug hat, muss man jetzt nicht knausern. Man muss jetzt auch nicht verrückt spielen, man muss nicht. Aber man kann es so anlegen, damit man gut leben kann. Keiner kann mit dem Geld wirklich tatsächlich in einem Reich jenseits von Gut und Böse leben. Kann er nicht. Kann er nicht. Keiner. Auch der Reichste, wirklich, auch der Reichste fällt. Auch der Reichste wird erkranken, aber nicht an Corona. Aber er wird irgendwann mal erkranken an irgendetwas und da wird sein Reichtum, ob nun 4,5 Billionen BlackRock, auch das ist eine Person, die erkranken kann. So, und die 7 Online-Milliardäre, die zusammen 10 Billionen haben, zusammen, ja, Zuckerberg hat 104,7 Milliarden und der Amazon hat jetzt über 220 Milliarden. Okay, dass die einiges bewirken können, ist klar, aber ich finde es unfair, dass die keine Steuern zahlen. Dieses Video hat einen Grund. Wir haben eine Pandemie, eine Planmie. Sie wird geplant, ja, sie ist nicht echt, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist das eine Grippe, die ist schon lange vorbei. Und es ist schon mal gut. Also wie gesagt, ich habe unterschrieben, ich darf euch nichts sagen. Aber die Uniklinik hat sich selbst entlarvt gehabt, weil sie vor meiner Türe mit dem großen Plakat sehr viele Filmarbeiten gemacht haben. Ich hörte immer 1, 2, 3, Action! Und dann ging das los. Und ja, die könnt ihr natürlich auch bei Facebook sehen, Uniklinik Essen. Und dann könnt ihr euch selbst ein Bild machen. Und wir leben jetzt in einer Zeit, wo ja auch Schauspieler, richtige Schauspieler, nicht mehr zugänglich. Man kann sie mieten mittlerweile. Das ist schon krass. Okay, Henning Baum hatte das große Glück. Er hat einen Film gedreht, der im April die Stadt Essen repräsentieren wird, wie sie im 18. Jahrhundert war, die Stadt Essen. Was das soll, weiß ich nicht, aber unser Oberbürgermeister findet oder fand es gut. Und ne, er fand auch die E-Stadt gut, weil die E-Stadt fertig ist, weiß kein Mensch. Alles alles nur noch Internet, alles nur noch digital. Wir werden halt in eine Ecke gedrängt, die nicht jeder beherrscht. Wir helfen täglich. Ich sehe es ja täglich, wenn die Kunden mit ihrem Phone kommen und gar nicht wissen, wie das geht, dass man das ausdrucken kann, weil sie es brauchen. So, viele sind nur noch WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp und ja, nicht mehr normal. So, eine verifizierte E-Mail hat auch kaum einer. Die meisten machen da mit, was da so angeboten wird, ja. Google Mail und GMX und wie sie alle heißen. Und die sind nicht so sicher, aber egal. So, Google ist auch verklagt, weil Google hat auch kaum Steuern bezahlt. Amazon zahlt auch keine Steuern, um das mal gesagt zu haben. So, alles was wir hier haben, egal was, ob die Pandemie oder auch immer, es ist eine Planmie aus Amerika. Die Amerikaner, die halt im Geld schwimmen, denken sich da was aus. Die Simpsons haben es gezeigt, die Simpsons haben sehr viel vorher gesagt. Sollte wirklich tatsächlich 2035
eine andere Macht hier alles übernehmen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das Netz, das World Wide Web, das Sir Berners-Lee erfunden hat, so dermaßen in den Dreck gezogen wird. Ich meine, er hat getobt, Dezember 2019, und danach, wie gesagt, kam die Pandemie. Sogar Herr Westerwelle hat in seinem Gespräch, sein letztes, wo er dann auch verstarb, gesagt, was auf uns zukommt. Das war 2011. Also 2011, 2015, 2019 wurde eine Schlinge, die wurde 2020 zugezogen und seitdem sind wir in der Schlinge. So, kein Mensch muss mehr einkaufen. Kein Mensch muss mehr in so ein Geschäft. So, wenn solche Geschäfte 2G machen, ja und, dann kauft doch einfach da nicht mehr ein. Ja. Dann macht halt diesen Herrn reich. Ja, dann kauft doch endlich mal wieder online und schnübert rum online. Ja, ist richtig. Natürlich sollte man, hier die Jacke habe ich ja auch mir so für die Dreharbeiten besorgt. Da war Woolworths noch offen. Ich habe bei Woolworths diese, weil ich brauche jetzt hier keine teure. Ne? Natürlich habe ich immer noch Atelier. Ne? Ich bin immer noch Fan von Cobra 11, ja. Und wenn ich mal Zeit habe, fahre ich sicherlich zu den Dreharbeiten, aber ich bleibe immer noch, wer ich bin. Ultra HD Web TV. So, Journalismus ist ja auch hart dran. Am 9.12. haben die Journalisten ja darauf hingewiesen, dass sie gar nicht mehr so arbeiten dürfen, wie sie an sich sollten. So, von über 60 Firmen, Medienfirmen, Zeitungen, sind nur 6 übrig geblieben. Und die gehören alle zu Reuters und DPA. Und RT, also die russische Geschichte, muss ich gleich mal gucken, ob die mir geantwortet haben. Ich habe denen mal eine Frage gestellt. Bin gespannt, ob RT versucht, die Wahrheit zu verbreiten. Ich bin gespannt, wie die Bild-Zeitung sich verändern wird. Also Bild-Zeitung TV, also Bild-TV, wie schnell die sich ändern werden. Weil auch die platzen bald. Ja, auch die platzen, um die Wahrheit, nicht als die Wahrheit rauszuhauen. Es wird natürlich gezögert. Es wird gezögert, weil man damit Geld machen kann. Darum geht es. Es geht nur um Geld machen. Ich verstehe die Bürger nicht, tut mir leid. Eine Spritze mit Inhalt ist und bleibt eine Waffe. Also ich habe ja auch alles, aber ich habe ja gemerkt, welche Reaktion mein Körper darauf. Genau, was mein Körper darauf oder wie mein Körper darauf reagiert hat. Also die Kunden haben ja selbst gesagt, was ist mit ihnen los? Ja. Ich habe geblutet überall, ich habe überall Narben bekommen, überall ging die Haut auf. Ich habe also eine ziemliche Reaktion bekommen. So, die Ärzte sind halt nicht mehr vertrauenswürdig, leider. Jedenfalls die, die ich kenne, sind nicht mehr vertrauenswürdig. Den Arzt, den ich vertraue, der ist leider zu weit weg. Der ist weggezogen, da komme ich nicht mehr hin. Und ich muss also mit den Ärzten vorlieb nehmen, die halt meine Kunden sind. Meine Kunden sind Anwälte, Rechtsanwälte, Richter, Ärzte, Polizisten. Ja. Sind meine Kunden, auch Ordnungsamt. Das ist mein Kunde. Und wenn man dann so ein bisschen redet, kennt man die Wahrheit. Aber man darf es ja nicht sagen. Tue ich auch jetzt nicht. Aber ich würde mich freuen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn der Geist von Weihnachten über euch kommt. Der Geist von Weihnachten euch wirklich die Augen öffnet. Und der Geist der Weihnachten wirklich auf Silvester so richtig scheppert. Ja? Dass das Jahr 2022 so richtig wieder normal wird. So. Ich werde jetzt nichts Negatives sagen, aber diese Art von Politiker kann ich leider nicht unterstützen. Keinen einzigen mehr von denen. Ich kenne sie alle und ich habe mir die Werdegänge ja alle angesehen. Die sind ja schließlich jünger. Und wenn man sein Alter hat und die Herrschaften da einem begegnet sind, wie sie 18 waren, muss man schon, ja, man ging auf die 40 zu, man ging auf die 30 zu und die Herrschaften waren 18. Und fing da an, die Welt zu verändern. Aber man hat damals schon den Kopf geschüttelt. Nun, sie sind halt wie Zecken,
Sie haben sich gebissen, sie haben gesaugt, sie sind voll und hauen jetzt rein. So, noch einmal, Politik ist nicht für das Volk. Politik ist nur für den Betuchten. Ja? So, der Betuchte zahlt, wie der eine Inder, der hat 182 Millionen an Harvard übermittelt und jetzt heißt Harvard nämlich komplett anders. Ja, also das heißt nicht mehr die University of Harvard. Ja, nee, die heißt jetzt anders. Also die Harvard ist noch, aber ein Zusatz. Ist ein Zusatz. So, also viele, auch hier die ganzen Spenden, ja. Hallo? Es kann doch nicht sein, dass die AfD von irgendeiner 100 Millionen kriegt, ja, weil er die alle gut findet, ja, weil er die absetzen kann. Wenn ihr wüsstet, was in den ganzen Zeiten wirklich tatsächlich passiert ist, Menschen, die wirklich am harten Rande waren, und das waren Kinder, das war das sozusagen Fleisch und Blut eines Mega-Reichen. Und der Mega-Reiche hat also nur das gegeben, was er auch steuerrechtlich absetzen konnte. Das ist kein Witz. Ja? Und auf der Straße rum und was weiß ich. Also ich habe dieses Video gemacht, weil ich heute inspiriert wurde, dieses Video zu machen, weil endlich Musiker sich zusammengesetzt haben und ein wunderbares Lied auf den Weg gebracht haben. Es ist Zeit. Es ist Zeit, wieder normal zu werden. Es ist Zeit, wieder miteinander. Es wird Zeit, dass Weihnachten wieder Liebe ist. Liebe und kein Mammon. Es müssen hier nicht 1000 Euro liegen, ja, an Ware. Ja, es müssen hier keine Geschenke gemacht werden. Ja, es muss nicht der teure lila Weihnachtsmann sein. Es muss nicht der teure sein. Ja? Es reicht auch einfach. Einfach habe ich auch. Okay, wie gesagt, das ist vertane Liebesmühe, solche Videos auf den Weg zu bringen, aber auch vertane Liebesmühe kann ja mal irgendwann honoriert werden, weil die Wahrheit ist, ich weiß, die Wahrheit ist doch nur ganz einfach. Na, ist gut oder ist sehr gut. Und die Befriedigung, ihr wisst, was ich meine, die geht in die Unendlichkeit und die Unendlichkeit ist so dehnbar, dass es schon sehr schlimm ist, dass das, was jetzt abgelaufen ist, ja, wir haben täglich Kunden. Wenn ich sehe, wenn die Verkäuferin dann nach draußen geht und die Ware draußen präsentiert, sie ist froh, wenn sie was verkauft. Ja? Es gibt Geschäfte, die bedienen alle, die da unbedingt rein wollen. Das sind halt die Verklärten. Schaut sie euch doch an. Schaut euch doch die Verkäufer an. Sprecht doch mal mit den Verkäufern. Wenn ihr merkt, wie die antworten, wisst ihr doch, was das für ein Laden ist. Hm? So, Karstadt gibt es nicht mehr. Karstadt hätte das auch nicht mitgemacht, weil auch jetzt Karstadt nicht mitmacht. Heißt ja nicht mehr Karstadt, ist ja jetzt Galeria. Galeria hat jetzt auch geklagt. Ja? Woolworths klagt mittlerweile auch. So, und wie gesagt, die anderen Geschäfte gehen nach draußen und präsentieren die Ware draußen. Unterhalten sich auch draußen mit dem Kunden. Ja? Und, hallo? Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen zusammenhalten, diese Wahnsinnsspaltung. Ich weiß, digital spaltet wirklich. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Datenhighway mit Zuhilfenahme von Maschinen wirklich mal Menschen spalten könnte. Man nahm an, dass man mit dem Digitalen die Menschen mehr zusammenbekommt, näher heranrücken können. Aber dass so eine Feindschaft entsteht, jetzt verstehe ich auch Sir Berners-Lee 2019, dass der so sauer war. Dass der wirklich so sauer war, ja. Und ich meine, jetzt verstehe ich alles. Ich verstehe wirklich alles und bin an sich sehr, sehr traurig. Ich bin sehr traurig darüber, dass der Mensch wirklich so nicht mehr liebenswert ist, dass der Mensch wirklich schlecht ist. Und ich hoffe wirklich, dass die menschliche Liebe, die es vielleicht noch gibt, irgendwann wieder entfacht, wieder zum Leben erweckt. Ja, der Geist der Weihnacht aus Liebe, mit Liebe. Und jeden Heiligabend, ja, wenn ihr Zeit habt, ab 18 bis 20 Uhr, geht nach draußen und hört. Ihr hört Stille. Ihr hört eine richtige Stille. Da fährt nämlich gar nichts mehr. Ne? So, vielleicht mal ein Taxi, wenn ihr Glück habt. So, aber in der Pandemiezeit war das eine Stille,
die ich noch nie so empfunden habe wie jetzt. Und ich wünsche euch wirklich wunderschöne Weihnachten 2021. Und ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Ja? Ich spreche anhand meiner Kunden, die durch Zufall diese Videoadresse haben. Alle meine Kunden sind immer herzlich willkommen und alle meine Kunden habe ich ja gemerkt, wie sie denken und wie sie damit umgehen. Ja? Und ja, die gesellschaftliche Spaltung von Bildung, Nichtbildung ist da. Und dann Reichtum, der ansagt, und die Armut, die annimmt. Mehr nicht. Sie nimmt an und gut ist. Ne? Ja. Und die Dunkelziffer, die da ist, die ist heftig. Und das Allerschlimmste ist das Finanzamt, das keine Pandemie kennt. Ja? Die mit einem umgehen, als wäre man der letzte Dreck. Ja? Pensionäre, ich habe jetzt auch vorhin noch gesprochen, deswegen kam ich auf das Video, mit Rentnern, dass das Finanzamt sie auch richtig kräftig da angeht, was sie da haben wollen. Rentner haben gar nicht so viel, aber na, ich hatte gestern noch eine Ältere, die sollte mal eben 980 Euro überweisen ans Finanzamt. 980 Euro als Rentnerin, wohlgemerkt. Und das zu Weihnachten, das haut rein. Okay, ich weiß nicht, ob ihr es verstanden habt, was ich hier auf den Weg gebracht habe. Ich hoffe, ihr versteht vielleicht den Ansatz von Gut und Böse. Und ich hoffe, ihr versteht auch den Ansatz, dass wir in einer Zeit leben, wo wir wirklich tatsächlich etwas ändern sollten.